Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Kern streiten wir uns immer noch darüber, dass der Bundestag auch in der Phase der Bildung von Koalitionsregierungen verhandlungsfähig sein muss. Die Koalitionsverhandlungen dauern an, die SPD muss ihre Mitgliederbefragung noch über die Bühne bekommen und dergleichen mehr. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass der Bundestag ja auch in dieser Phase seinen Aufgaben nachkommen muss. Das ist Gesetzgebung. Das ist zum einen Gesetzgebung und das ist zum anderen natürlich Regierungskontrolle. Auch eine geschäftsführend amtierende Bundesregierung will kontrolliert werden. Frau Bundeskanzlerin hat ja in der ersten Sitzung ausdrücklich zugestimmt und wir sind da uns ausnahmsweise mal richtig einig. Nun ist die Frage der Umsetzung allerdings strittig. Wir haben das schon gemerkt eben, Herr Grosse-Brömer hat da ein bisschen was durcheinander geworfen. Es gab einen Antrag der Linken und wir hatten in unserem Antrag ausschließlich beantragt, die Ausschüsse einzusetzen, die im Grundgesetz vorgesehen sind, als ständige Ausschüsse. Wir hatten vorgesehen, Ausschüsse einzusetzen, die nach Haushaltsgesetz vorgesehen sind und nach Geschäftsordnung. Das waren zum einen unter anderem der Petitionsausschuss, das waren der Auswärtige Ausschuss, der Verteidigungsausschuss und der Europaausschuss. Innen-, Rechts- und Finanzausschuss haben wir ebenfalls beantragt, weil diese Ausschüsse seit mindestens der dritten Legislaturperiode in genau diesem Zuschnitt existieren. Und weil sie damit eben auch als ständige Ausschüsse die Neubildung der Regierung überdauert hätten und eben auch die Neubildung der Ausschüsse im Bundestag überdauert hätten. Und deshalb ist der Antrag rechtskonform. Nun wird seitens der SPD und der Unionen ein Hauptausschuss beantragt. Und wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn Sie sich bemühen, dass der Bundestag arbeitsfähig wird. Aber es muss rechtskonform geschehen. Und dieser Hauptausschuss in seiner Einsetzung, so wie Sie ihn vorhaben, ist ja grundgesetzwidrig. Und deshalb werden wir auch nicht zustimmen. Erstens, er taucht weder im Grundgesetz noch in der Geschäftsordnung des Bundestages auf. Er ist singulär. Und unsere Geschäftsordnung und das Grundgesetz sieht ausdrücklich vor, dass ständige Ausschüsse, also Mehrzahl wohlgemerkt, vorgesehen ist. Er ist aber auch kein Sonderausschuss, weil er sich eben auch nicht um einzelne Fragen kümmert, wie das die Geschäftsordnung vorsieht, sondern in den Hauptausschuss sollen viele Gesetzentwürfe, Vorlagen etc. Anträge überwiesen werden. Wir sehen das ja heute schon bei der heutigen Tagung. Darüber hinaus ist es auch kein ständiger Ausschuss, denn er soll mit der Neukonstituierung der Ausschüsse ja aufgelöst werden. Das haben Sie ja bereits gesagt. Also schon mal vier Gründe, um diesem Ausschuss nicht zuzustimmen. Besonders gravierend ist allerdings für uns, dass diesem Hauptausschuss Aufgabenerledigungen zugewiesen werden, für die das Grundgesetz gar keinen Spielraum lässt. Verteidigungsfragen sind eben auch im Verteidigungsausschuss zu behandeln. Oder Haushaltsgesetz. Haushaltsfragen sind im Haushaltsausschuss zu behandeln und nicht in einem Hauptausschuss. Sechstens, der Hauptausschuss verstößt allerdings auch, meine Kollegin hatte vorhin schon den Einwurf gemacht, gegen die Ausübung des freien Mandats. Nach § 57 der Geschäftsordnung steht jedem Abgeordneten eine Mitarbeit in mindestens einem Ausschuss zu. Das Grundgesetz spricht an der Stelle auch von gleichen Rechten und Pflichten. Wenn aber nur 15% der Abgeordneten nach ihrem Einsetzungsverfahren mitwirken können, dann bleiben 85% außen vor. Nach unserem Antrag wären immerhin 592 Abgeordnete in eine Situation gekommen, hier mitzuwirken. Wieder ein Grund zur Ablehnung. Im Übrigen ist es jetzt also so, dass die Bündnisgrünen, einen Antrag stellen, der so aussieht, als könnte er rechtskonform sein, weil sie nämlich einfach nichts anderes machen, als alle Ausschüsse der 17. Wahlperiode hier einsetzen zu wollen. Das Problem ist aber, auch das sind keine ständigen Ausschüsse. Und deshalb, Sie sagen es ja selbst, die sollen sich auflösen, sobald die Neukonstituierung des endgültigen Zuschnitts der Ausschüsse kommt. Also, und deshalb ist an diesem Punkt auch dieser Antrag nicht ausschusskonform. Und er hat mich auch insofern, nicht rechtskonform, er hat mich auch insofern ein bisschen gewundert, weil in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer gerade von Ihnen gesagt wurde, die Gesetzentwürfe des Bundesrates sollten wir im Hauptausschuss behandeln. Okay, gut, Sie müssen das klären, welcher Widerspruch sich dort auftut. Fakt ist, hätten Sie in der letzten Bundestagssitzung unserem Antrag zugestimmt, dann wäre der Bundestag längst arbeitsfähig und er wäre es demokratisch und rechtskonform. Danke.
Thomas Oppermann ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.